den ich jetzt hier schon mal in die Nähe des Mikros bitte. Danke, Magitta. Liebe Genossinnen und Genossen, vor mehr als 5 Stunden hat der Bürgermeister von Eberswalde, Herr Boginski, hier gestanden und seine Heimatstadt angepriesen und hat gesagt, wie schön sie ist und hat dabei unter anderem auch Bezug genommen auf die Hochschule für nachhaltige Entwicklung hier. Und er hatte recht, Hochschulen sind für die Linke ein zentraler Ankerpunkt in unserem Land und sozusagen Motoren für Wissenschaft, für Bildung und für Innovation. Und deswegen findet ihr in unserem Leitbild ein Kapitel, das heißt Zukunftspotenzial Wissenschaft. Und wir haben in diesem Kapitel vor allem uns auf 3 Kernpunkte konzentriert. Das erste ist die Frage Zugang zur Hochschule, vor allem unter dem sozialen Aspekt. Das zweite ist der Punkt gute Arbeit in der Wissenschaft. Und das dritte ist der Punkt die Frage der Finanzierung der Hochschulen. Und beim ersten, und ich will diese 3 Punkte kurz anreißen, beim ersten Punkt geht es der Linken und geht es uns darum, möglichst viele Menschen, möglichst ohne Hürden zu einem Studium zu bewegen in unserem Land und dann auch möglichst hier zu halten. Und wir haben als Koalition in diesem Bereich auch schon einiges angestoßen. Rot-Rot hat 2010 den Zugang zum Master erleichtert. Wir haben die Hürden reduziert, auch wenn wir das noch nicht ausreichend finden. Wir wollen natürlich den freien Zugang zum Master, aber die ersten Schritte sind hier unternommen worden. Wir wollen eine Öffnung des Hochschulzugangs für Menschen, die keinen klassischen Hochschulzugang haben, also kein Abitur haben. Das sind die beruflich Qualifizierten. Da sind wir in Brandenburg schon richtig gut, aber wir wollen noch besser werden. Das ist die Frage Durchlässigkeit zwischen Fachhochschule und Universität, zwischen den Hochschulen untereinander. Und auch hier sind wir in den letzten 4 Jahren einen Schritt vorangekommen. Aber auch das ist uns immer noch nicht genug. Hier wollen wir auch mehr. Und das ist der entscheidende Punkt, nämlich die Frage der Finanzierung der jeweiligen Studierenden. Wir wollen ein elternunabhängiges BAföG, weil die Finanzierung des Lebensunterhaltes immer noch die größte Hürde dabei ist, ein Studium überhaupt aufzunehmen. Und wir wollen, weil ja Hochschulen im ganzen Land erlebbar sein sollen und wir haben nur 9 Hochschulen, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, einige Regionen haben eben keine, deswegen wollen wir Präsenzstellen von Hochschulen in den Flächen, in den ländlichen Regionen, so wie die Hochschule hier in Eberswalde zum Beispiel eine Präsenzstelle in der Uckermark hat seit einigen Jahren. Zweitens, die Frage der guten Arbeit in der Wissenschaft. Christian hat vorhin Tacheles geredet bei einigen Punkten. Und bei der Frage prekäre Beschäftigung an den Hochschulen muss man das hier auch machen, bin ich der Meinung. Es ist ein Unding, dass immer mehr wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristet beschäftigt werden. Und zwar teilweise zu 6 Monaten oder weniger bekommen die einen Arbeitsvertrag. Es ist ein Unding, dass immer mehr wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit arbeiten und trotzdem 40 Stunden abreißen müssen. Das geht einfach nicht. Hier muss es unbedingt Verbesserungen geben. Das versuchen wir bei uns im Land, auf der Landesebene. Das müssen aber auch die Hochschulen und das muss auch auf Bundesebene passieren. Und der dritte Punkt, Finanzierung, da finde ich, sollten wir unser Licht einfach nicht unter den Scheffel stellen. Wir sind 2009, haben wir angefangen mit den Zuweisungen an die Hochschulen mit 242 Millionen Euro. Wir sind im Jahr 2014 bei 290 Millionen Euro. Wir haben fast 50 Millionen Euro draufgepackt für die Hochschulen in den letzten 5 Jahren, auch wenn etliches Geld davon natürlich vom Bund kommt. Das ist nicht die Frage. Aber trotzdem haben wir hier draufgesattelt. Wir haben bei der Forschung geben wir 2014 150 Millionen Euro aus. Das ist so viel, wie noch nie in diesem Land für Forschung ausgegeben worden ist. Und wir haben insgesamt, Christian hat die Zahl vorhin schon angedeutet, im gesamten Bereich des Wissenschafts- und Kulturministeriums 180 Millionen Euro mehr ausgegeben in den letzten 5 Jahren. Und ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt, wo wir stolz sein können drauf. Das ist immer noch nicht genug. Wir sind immer noch auf den hinteren Plätzen, was die Finanzierung pro Studierender oder pro Kopf des Landes angeht. Da müssen wir auf jeden Fall noch eine Schippe draufpacken. Aber einen Punkt haben wir erreicht im letzten Jahr. Die Hochschulen bekommen ab nächstes Jahr einen 5-Jahres-Vertrag, der ihnen eine finanzielle Zusicherung gibt bis 2019. Die Hochschulen können bis 2019 mit einer festen Finanzierungszusage rechnen. Das ist, glaube ich, eine Sicherheit, die wir geschaffen haben für die Hochschulen, die in kaum einem anderen Bundesland so ist. Und das sind die 3 Punkte. Wir haben noch einige mehr in diesem Kapitel drin. Das sind unsere Zukunftsperspektiven für den Wissenschaftsbereich.
Wir haben einige Weichen dafür schon gestellt. Erstens mit dem Beschluss des Hochschulentwicklungsplanes bis 2025, wo einige von unseren Forderungen schon aufgenommen und perspektivisch sozusagen weiterentwickelt werden. Und zweitens werden wir linke Flöcke in das Hochschulgesetz einrammen, an dem wir gerade sitzen. Und ich gebe Isa von vorhin sogar recht, der erste Entwurf, der diskutiert worden ist, da war zu wenig Linke drin. Und genau deswegen haben wir diesen Entwurf gestoppt. Wir haben gesagt, da muss mehr linke Handschrift rein und daran sitzen wir jetzt gemeinsam auch mit dem Wissenschaftsministerium, um noch mehr auch von unseren Punkten und von dem Beschluss aus des letzten Landesparteitages mit aufzunehmen. Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Wir haben mit diesem Kapitel im Leitbild, glaube ich, auch noch mal ein paar Ideen reingebracht für den Wissenschaftsbereich und in diesem Sinne, glaube ich, wenn wir das heute beschließen, haben wir damit einen guten weiteren Schritt für ein Wissenschaftsland Brandenburg gemacht. Dankeschön.